Literaturwissenschaftliches Studium fiel der Name natürlich und man hat auch manche Sachen reingeguckt und gelesen, aber wirklich gelesen habe ich Dieter Wellershoff im Sommer 2005 und das war dann aber auch gleich eins der wirklich entscheidenden Leseerlebnisse, die man so hat im Leben, eins der einschneidenden, ein berührendes Leseerlebnis. Ich habe mich dann später natürlich gefragt, warum diese Lektüre so berührend war und ich kann das eigentlich heute nur mit so einem vielleicht sogar leicht kitschigen Begriff sagen, aber irgendwie steckt da Herzblut drin. Es war deshalb so ergreifend, weil es mir Einblicke in die Abenteuerlichkeit des Lebens eröffnet hat, die ich so in der deutschen Nachkriegsliteratur, aber auch in der Gegenwartsliteratur nicht häufig finde, gefunden habe. Mit Abenteuerlichkeit meine ich jetzt keine Abenteuerurlaube oder so, sondern die Abenteuer der ganz alltäglichen Lebensführung. Man muss ja ständig Entscheidungen treffen, was wird aus mir, wen soll ich heiraten, sollen wir uns scheiden lassen, soll ich diesen oder jenen Karriereschritt machen? Und dass solche Entscheidungen immer auch riskant sind und sein können, das bringen die Bücher von Dieter Wellershoff eindringlich zum Schillern. Ich nenne mal ein paar Titel zum Anfang. Die Schönheit der Schimpansen, Roman, Der Sieger nimmt alles, Der Liebeswunsch ist dann auch verfilmt worden, einer der letzten großen Erfolge des literarischen Quartetts und auch sonst ein großer Erfolg auf dem Buchmarkt. Dann Erzählungen, das normale Leben und zuletzt vor 2 Jahren, 3 Jahren, Der Himmel ist kein Ort, noch ein Roman. 2009, stimmt es? Ja. Dann gibt es autobiografische Schriften, Die Arbeit des Lebens, Blick auf einen fernen Berg, Der Ernstfall. Und besonders hinweisen möchte ich auf das Schimmern der Schlangenhaut, Frankfurter Poetikvorlesung 1996 hat Dieter Wellershoff sie in Frankfurt gehalten. Und ich finde, dass diese Wörter, die ich jetzt schon so anklingen lassen habe, Risiko, Abenteuer, Offenheit, damit zu tun haben, dass unser Gespräch hier hoffentlich sehr gut in den Rahmen dieser Tagung passt. Wir haben ja Kriegsteilnehmer, 25 geboren, Kriegsteilnehmer, dann jahrzehntelanges Nachdenken über die Möglichkeiten des Lebens als Autor. Leben hat Dieter Wellershoff einmal als Gang ins Ungebahnte bezeichnet. Und ein untergründiges Thema dieser Tagung ist ja wohl, dass wir das manchmal ein bisschen vergessen oder auch verdrängen wollen, dass wir immer Ungebahntes vor uns haben, indem wir uns allerlei Lebensmittel heranziehen. So, das als Vorab. Sie haben vorletztes Jahr ein Hörbuch veröffentlicht mit Ihren Kriegserlebnissen im Supposé Verlag. Der Titel war »Schau dir das an, das ist der Krieg«. Dieser Titel bezieht sich auf einen Moment, in dem Ihnen praktisch in aller Deutlichkeit oder auch in aller Ruhe plötzlich klar ist, so ist der Krieg. Schau dir das an, so ist der Krieg. Von da abgeleitet, gibt es auch so einen Moment, wo Sie sagen, oder wo Sie gesagt haben, oder wo Ihnen deutlich geworden ist, schau dir an, so ist das Leben. Ja, das ist sozusagen nur die erweiterte Fassung des ersten Wortes. Schau dir das an, das ist der Krieg. Das war die strukturell massive Neusicht, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich war nämlich noch ein Jugendlicher und bin mit 17 Jahren Soldat geworden und habe ihn dann sozusagen drastisch erlebt. Von meinem Jahrgang sind 40% gefallen, von meiner Kompanie noch viel mehr. Jedenfalls, ich bin in den Krieg gegangen mit der Vorstellung, dass es ein normaler Ausnahmezustand im Leben der Völker ist. Ich hatte nicht damit gerechnet, ich hatte Kriegsbücher gelesen, erst Indianerbücher und den nächsten Schritt, das waren Kriegsbücher über den Ersten Weltkrieg. Und das war schon wegen dieser unglaublichen Technologie, die da entbunden wurde, mit Trommelfeuer und so weiter, eher schrecklich und abstoßend, sodass ich betroffen war, als tatsächlich wieder Krieg war. Und wie alle anderen auch, wie meine Eltern auch. Das heißt, mein Vater war sofort weg. Der war Reserveoffizier im Ersten Weltkrieg und im Zweiten dann wieder. Und die Mutter ist sozusagen daran zusammengebrochen. Die konnte es nicht fassen, dass ihr Lebensglück jetzt so gestört wurde. Es kamen die Bombenangriffe, der Mann war weg, dann musste ich auch in den Krieg. Es war für sie irgendwie ein Weltuntergang. Und sie ist eigentlich auch daran gestorben.
Wurde, Sie sind dann verwundet worden, 1944, gerade noch mit viel Glück rausgekommen, haben selbst mehrfach gesagt, dass Sie den Krieg nur durch Zufall überlebt haben, wie so viele. Jetzt, dieser Schritt, den haben wir gerade sehr schnell gemacht, von Schau dir an, das ist der Krieg zum Leben. Ich würde gerne mit Ihnen am Anfang unseres Gesprächs ein bisschen rausarbeiten. Es klingt so blöd, wie Sie das Leben sehen, aber das ist eine, glaube ich, sehr interessante Frage bei Ihnen. Ja, also diese Fragestellung, schau dir das an, das ist der Krieg, das war so der erste Schritt, der Sache entgegenzutreten und sich darauf einzustellen, dass man auch das versuchen wird zu überleben. Schau dir das an, das ist der Krieg. Ja. Als ich zum ersten Mal beim Essen holen vom Vorposten zur Hauptlinie zurück musste, wurde neben mir ein Kamerad, der mich begleitete, in den Rücken geschossen, hatte einen Lungenschuss. Und schau dir das an, ist der Krieg, das war schon das Öffnen, Aufschneiden der Uniform eines schreienden Menschen, der am Boden liegt unter dauerndem Beschuss und Leuchtraketen und so weiter. Und das anzugucken, was eigentlich nicht dahin gehört, ein Loch im Rücken dieses Menschen. Und die wahnsinnige Angst, er schrie nämlich nach seiner Mutter. Und ich habe da beigedacht, die kann ihm doch auch nicht helfen, deshalb schreibt er nach seiner Mutter. Schreibt er jetzt nach seiner Mutter. Und das war ein Teil meiner Rüstung, mit der ich in den Krieg gegangen bin, weil ich dachte, du musst darauf vorbereitet sein, dass diese Dinge passieren. Du hast es gelesen und so wird es auch sein. Und ich glaube, dass diese Art von Vorbereitung mir manchmal geholfen hat, in der Formulierung, schau dir das an, das ist der Krieg, nicht verrückt zu werden. Ja. Es war sozusagen eine Objektivierung. Es wurde mir eine Situation zugemutet, da konnte ich nicht ausweichen, da war ich mittendrin und da musste ich mit zurechtkommen. Lassen Sie uns mal den Bogen finden, jetzt versuchen. Also wir kommen auf die Kriegserlebnisse zurück. Das Interessante ist ja, Sie haben eben gerade schon den Begriff normaler Ausnahmezustand genannt. Sie haben ihn auf zwischen Staaten bezogen. Ja, geschichtlich gesehen, von den Anfängen an hat es immer wieder Krieg gegeben. Ja. Ja. Eine meiner Thesen oder Fragen an Sie ist ja, dass Sie auch das zivile Leben dann später als eine Form von normalem Ausnahmezustand beschreiben werden. Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass eine gewisse Scheu oder Abneigung, mich so zu integrieren in die neue Gesellschaft, dazu geführt hat, dass ich auch gegenüber dem anderen Leben, das scheinbar normal und bürgerlich ist, eine Distanz innegehalten habe. Also so wie ich gesagt habe, schau dir das an, das ist der Krieg, habe ich mir auch gesagt, schau dir das an, das ist die Gesellschaft, das ist der Kampf ums Überleben in der Gesellschaft. Skeptische Generation? So wurde ja, für das Wort skeptische Generation habe ich ein Beispiel, das war mein Freund und Klassenkamerad, der einen Kopfschuss hatte, der das noch eine Zeit lang überlebt hat und den ich fragte, hast du was gedacht, als du getroffen wurdest, nämlich durch den Stahlhelm hindurch, schwerst verletzt. Er hat mir geantwortet, ich habe gedacht, ach, so ist das. Und er hat das gedacht vor dem Hintergrund der Hölderlin-Gedichte, Tod fürs Vaterland und vor all diesen Propaganda-Interpretationen des Krieges. Das war zusammengeschrumpft auf dieses kleine Wort, ach, so ist das. Er hatte nämlich auch damals zu mir gesagt, wir wollen doch auch noch Soldat werden. Wir hatten unseren Klassenlehrer begraben mit militärischen Ehren und sagte, und da sagte er zu mir, hoffentlich dauert der Krieg so lange, dass wir auch Soldat werden. Weil das irgendwie ein fantastisches Angebot war, etwas zu erleben. Und dann reduzierte sich das auf, ach so ist das, und daran ist er auch gestorben, und daran sind zu viele gestorben. Jedenfalls, ich glaube, dass sich diese Haltung, die ich in so einem Extremzustand eingenommen habe und die mir auch geholfen hat, ihn zu bestehen in vielen Situationen, ein bisschen auch gegenüber dem gesamtgesellschaftlichen Leben angenommen habe. Schau dir das an. Hier geht es so und so zu. Und das Einzige, was du tun kannst, du kannst das anschauen, sogar noch vertiefen, indem du mal darüber schreibst.
ja. wenn du es darstellst. Ich habe ein Beispiel vielleicht, an dem wir das vielleicht ganz gut klar machen können. Oder es leuchtet mir ein, aber ich würde es ein bisschen auch ins Positive drehen, weil Sie haben diesen Lebensbegriff, das ist jetzt nicht nur diese Desillusionierung, sondern es bekommt auch was im momenthaften Leben, es bekommt auch was sehr, was positiv Gesetztes bei Ihnen. Ja, da muss man sich auch sagen, das hat ganz früh damit angefangen, dass ich dachte, so kann die Gesellschaft nicht aussehen. Büros und Schule und Bushaltestellen und so, das kann doch nicht das Leben sein. Deshalb habe ich damals Indianerbücher gelesen und Kriegsbücher gelesen. Und in gewisser Weise, als ich an die Front kam und in der Ferne das Schießen hörte, das Grollen der Artillerie und die Leuchtraketen, und jetzt mussten wir dahin, da hatte ich das Gefühl einer extremen Situation, die auch was Fantastisches hatte. Fantastisch in welchem Sinne? Das ist unwahrscheinlich. Da kann man jetzt sterben, aber da muss man jetzt hin. Hm. Und das machen die alle. Und das ist jetzt eine Situation, der kannst du nicht ausweichen. Hm. Das war aber fantastisch auch in der Unterscheidung zum zivilen Normalzustand. Nicht? Hm. Lassen Sie mich mal kurz, ich habe da diese Stelle gefunden. Lassen Sie mich mal kurz vorlesen. Es gibt 1978 sucht sie einen Theologe auf, der hat ihre Bücher gelesen. Es gibt dann ein großes Interview über die letzten Dinge, über Glück, Tod, Selbstverwirklichung. Und dieser Theologe, sie haben offenbar etwas geschrieben, was ihn ein bisschen aufwühlt, was ihn irritiert. Und er fragt sie, ist der Mensch, der die Stangen der Religion nicht mehr hat, überhaupt dazu in der Lage, durch sein Leben hindurchzukommen? Oder geschieht in dem Augenblick, wo er solcher transzendentaler Vergewisserung entledigt wird, ein Sturz in den Abgrund? Und Ihre Antwort dann? Und jetzt fällt zum ersten Mal ein Begriff, der mit Ihnen verbunden ist, das ist der Begriff von Realismus. Ein Leben ohne Religion nötigt den Menschen zum Realismus. Das heißt, zur uneingeschränkten, unbeschönigten Wahrnehmung der Bedingungen seiner Existenz. Und das ist eine gewaltige Zumutung. Man muss akzeptieren, dass man stirbt. Man muss das akzeptieren, obwohl auch die gewährte einmalige Chance zur Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, die unser Leben ist, beeinträchtigt, verkürzt oder zunichte gemacht werden kann durch Umstände, Bedingungen, Ereignisse, denen wir ausgesetzt sind und die wir zum größten Teil kaum beeinflussen können. Das ist das nicht ein bisschen so die Essenz von Kriegserfahrung jetzt sehr rationalisiert? Ja, durchaus, und ja. Verallgemeinert. Ja, durchaus. Man hat natürlich auch den Krieg mit Religion sozusagen in Sinn verwandeln wollen. Das ist das Hilfsmittel der unbewältigten Realität, dass man sagt, das hat einen größeren, weiterreichenden Sinn. Einen historischen Sinn oder einen metaphysischen Sinn und so weiter. Und so sind wir ja auch erzogen worden. Im sogenannten Zeltlager, da wurde ein Lied gesungen nach einem Gedicht von Rudolf Alexander Schröder. Heilig Vaterland in Gefahren, deine Söhne sich um die Scharen. Ehe der Fremde dir deine Krone raubt, fallen wir Haupt an Haupt und so weiter. Das können Sie jetzt noch auswendig? Ja, dabei habe ich damals eine Gänsehaut bekommen. Aha. Weil ich dachte, jetzt müssen wir das auch alles machen. Ja. Okay. Und das ist natürlich auch so bei dem ungeheuren Aufwand an Kriegspoesie, also bei der Dichterikone Deutschlands schlechthin, Hölderlin. Ja. Tod fürs Vaterland, da heißt es, lebe droben auf Vaterland und zähle nicht die Toten, dir ist Liebes nicht einer zu viel gefallen. Mhm. Ja, ja. Damit sind wir aufgewachsen in der Vorstellung, sowas kann man ja nur formulieren, wenn man sagt, es gibt etwas Höheres als das eigene Leben. Und das ist das Leben der Gesamtheit. Und dafür muss man auf das eigene Leben verzichten. Und das sollte man, das war eine unglaubliche Zumutung. Hm. Aber man hatte natürlich noch nicht die großen Dichter, die einem gesagt haben, trau dem nicht, trau diesem Text nicht und so. Hm. Das musste man als Erfahrung machen. Und es war jedenfalls so, dass ich in den Krieg gegangen bin, nachdem ich BBC gehört habe, woraus hervorging, Stalingrad war gewesen, Afrika-Kroatisch aufgehört zu existieren. Und dann war wohl klar, der Krieg ist verloren, aber ich musste dahin gehen. Das war eben dieser Unterschied zwischen der
allgemeinen Situation und der individuellen Erfahrung, die da nicht mehr reinpasste. Ich musste da hingehen in ein verlorenes, sinnloses Unternehmen, an dem man zweifelte und das man vielleicht nicht überstehen würde. Hm. Und so ist das allen Menschen meiner Jahrgänge gegangen. Man konnte sich die Frage nicht stellen, weil man sie nicht beantworten muss. Es war einfach nur Realität. Hm. Man muss das akzeptieren, das haben Sie gesagt. Obwohl auch die gewährte einmalige Chance zur Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, die unser Leben ist, beeinträchtigt, verkürzt und zunichte gemacht werden kann durch die Umstände. Das ist jetzt genau diese Situation. Wenn man diesen Satz aber mal so andersrum wendet, es gibt eine einmalige Chance zur Selbstentfaltung und zur Selbstverwirklichung. Da ist ja auch was sehr Positives drin. Und das sagen Sie. Fantastische am menschlichen Leben ist es, dass es im Unterschied zum Leben der Tiere, die ja sozusagen ein Programm haben, dem sie gar nicht entkommen können, gestaltet wird von uns. Wir müssen uns unser Leben als Aufgabe stellen. Und wir müssen dafür Lösungen finden. Auch in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Lösungen und verschiedenen Interpretationen. Das Menschliche ist das Wagnis, eine Interpretation zu finden, die man dann auch realisieren muss und mit der man auch total scheitern kann. Hm. Also in gewisser Weise, Scheitern ist ein existenzielles Erlebnis, das sozusagen nötig ist, damit etwas als Sinn empfunden wird. Ein Sinn kann auch scheitern. Hm. Lassen Sie uns vielleicht mal, oder wenn Sie uns teilhaben könnten an den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, stationsweise bis zu dieser Einsicht hin. Also das klingt jetzt sehr so rationalisiert, aber ich nehme an, Sie kommen jetzt aus dem Krieg, Sinnzusammenhänge sind weg. Das ist so eine Form von Offenheit, ja auch eine Situation. Ich bin von meinen Geschichtslehrern immer damit aufgewachsen, dass da gleich die Schuldfrage von Anfang an schwer drückt in den späten 40ern, Anfang 50er Jahre, dass es eine Stunde Null nicht gibt. Sie haben mit vielen anderen dazu beigetragen, dass man die Realität der Kriegssituation jetzt weiß. Sie haben ihre Geschichte erzählt, der Ernstfall, viele andere haben das auch gemacht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Situation Kriegsende und dann, bis sich das alles wieder stabilisiert, also so 53 oder so, dass da auch noch ein paar Mythen aufgearbeitet werden können. Oder einfach, dass man sich das anschaulich machen möchte, wie es konkret war. Also ich muss sagen, die erste Phase der Kriegsliteratur, das ist ja verständlich, war eine moralisierende Betrachtung. Das heißt, die Geschehnisse wurden inszeniert in Richtung moralisches Beispiel. Ja. Das ist bei Böll so, das bei vielen anderen ist das so. Und ich hatte meinen ersten Entwurf auch in dieser Richtung gemacht, dann habe ich gemerkt, das kann ich nicht schreiben, das will ich auch nicht schreiben. Hm. Ja. Und dann hat es lange gedauert, bis ich sozusagen die Freiheit gefunden habe, zu sagen, ich schreibe einfach so, wie es gewesen ist und was ich empfunden habe und was ich auch nicht begriffen habe, das stelle ich dar. So. Das ist das Einzige, was ich wirklich tun kann und verantworten kann. Darüber hinausgehende Konsequenzen sind entweder trivial oder auch persönlich unglaubhaft. Die kriegen etwas Plakatives. Mhm. Ja. Waren Sie da schon, man muss dazu sagen, Herr Wellesdorf war der Lektor von Heinrich Böll, also bei Kiepenheuer und Witsch. Mhm. Haben Sie schon die frühen Sachen mit ihm gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee, später. Ich bin ab Ansichten eines Clowns habe ich das Werk betreut. Ja. Ja, das ist die Lektoratsaufgabe, das war noch eine Sache. Das Problem, Schriftsteller zu werden, hing damit zusammen, dass ich eine Familie hatte, die ich ernähren musste. Yeah. Und dann musste ich auch noch einen Beruf haben. Mhm. Und es war eine große Schwierigkeit für mich, das eigene zu realisieren, das mich ja nicht total ganz für mich forderte, und mich immer auf andere Manuskripte einlassen zu müssen. Mhm. Aber eine Zeit lang bin ich damit gut zurechtgekommen. Das ist diese Chance auf Selbstverwirklichung, Selbstentfaltung. Da wollte ich gleich noch zurückkommen. Lassen Sie uns mal bei diesem Moment bleiben. Der Krieg ist zu Ende. Es ist gewissermaßen so eine, war es eine Vakuumsituation? War es ein Sinnvakuum? Ein Vakuum von Erzählungen, die einen gebunden haben? Wusste man wirklich nicht, was passiert als nächstes? Also ich habe studiert, aber ich habe nur das studiert, was mich interessiert hat.
Zunächst noch nicht mal in der Absicht, da ein Examen zu machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es ein Leben geben würde mit Berufslaufbahnen und so weiter. Daran habe ich einfach nicht gedacht. Ich dachte, man schließt sich immer durch. Das war die einzige Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe. Man also, versucht, irgendwie also zurechtzukommen. Also ein Gefühl von Kontinuität des Lebens als Möglichkeit hatten Sie gar nicht? Nee, das war gerissen bei mir, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist erst allmählich dann dazu gekommen, auch wenn man dann eine eigene Familie hat, ist natürlich ganz anders alles. Ja. Ja. Ja, ja. Und hatte das aber auch einen Moment von Möglichkeitsraum, von Freiheit? Also die Freiheit ist ja nicht das absolute und einzige. Es muss auch etwas geben, das die Freiheit sozusagen in den Griff bekommt. Das heißt, das, was man wirklich machen will. Man muss sich sozusagen seine eigenen Zwänge schaffen. Damit hing es zusammen, dass ich auch, wenn ich etwas schreiben würde, das schreiben würde und nicht gucken, was ist sonst noch so alles möglich. Also Schriftsteller, die sagen, jetzt schreibe ich mal darüber und mal darüber, sind in meinen Augen nicht Schriftsteller, wie mein Verständnis von Literatur ist. Mhm. Sondern das ist eine Verbindlichkeit, die ist existenziell. Du kannst nur das schreiben, was du wirklich von innen her und praktisch an dich herangelassen hast und wo du deine Antworten drauf suchst oder nicht findest. Das ist auch ein Thema. Mhm. Und so. Und das war bei Ihnen erstmal nicht der Krieg. Sie haben erstmal nicht über den Krieg geschrieben, sondern Sie haben, das sind tastende Bewegungen, Gegenwart zu beschreiben, die Sie am Anfang Ich habe den Krieg im Wesentlichen als Absprungbrett für mich empfunden. Ich habe gedacht, wenn du das erlebt hast, kann dir eigentlich gar nichts mehr passieren. Ja. Ich meine, schlimmer kann es nicht werden, kann eigentlich nur besser sein. Die Bedingungen sind besser, als da damals war. Da standen mir ganz andere Dinge vor Augen. Nicht? Mhm. Ja. Und also, ich hatte gar nicht das Bedürfnis, mir eine Zivilisation vorzustellen, in der es einem so wie heute gut gehen könnte oder sowas. Nach dem Krieg haben wir noch gehungert. Mhm. Erzählen Sie doch bitte mal oder gerne mal, wie sind Sie zum ersten Buch gekommen? Wie war das? Also ganz jetzt direkt. Sehr spät, Sie haben relativ spät angefangen, konkret mit dem Schreiben. Ich habe eine erste Erfahrung mit Hörspielen gemacht. Ja. Ja. Das war mein erstes literarisches Schreiben. Ich habe vorher viel von Rundfunk geschrieben, Features und so weiter. Das war eine Art zweites Studium für mich mit soziologischen, philosophischen Themen, die ich für den Rundfunk bearbeitet habe. Dann habe ich Hörspiele geschrieben. Ich hörte eine Stimme von einer Hörspielschauspielerin, die einen Monolog sprach und dachte, oh, für diese Stimme schreibe ich einen Text. Hm. Ja. Und dann habe ich mir das Hörspiel geschrieben, das hieß Die Sekretärin, eine Frau, die mit ihrem Beruf nicht einverstanden ist und keinen Fuß im Leben hat, so. Deren Gedankenmonolog. Das habe ich eingeschickt und dann bekam ich die Antwort, damit wollen wir die und die Schauspielerin besetzen. Das war die, die ich gehört habe. Ach, nein. Also da hatte ich wohl genau die... Das war wirklich Zufall. Ja, und ich habe mich in diese Stimme reingehört und habe für diese Stimme was geschrieben. Das war das Erste. Dann habe ich ein anderes Hörspiel geschrieben. Wann war das? Entschuldigung, welchem Jahr? Wissen Sie das? In 50er Jahren. 50er Jahren. Dann habe ich ein anderes Hörspiel geschrieben, das hing mit existenziellen Problemen zusammen. Da ging es um Abtreibung. Mhm. Und so. Und das war eine Diskussion zwischen einem Studenten und seiner Freundin. Die war schwanger und sie wussten aber, die kann das Kind, das können sie nicht verkraften, sozial. Und hatten sich geeinigt, das abtreiben zu lassen. Und dann hat der Arzt aber den Termin abgesagt und dann fängt die Diskussion von vorne an. So. Abtreibung war verboten, nehme ich an, noch. Ja, natürlich. Ja. Verbrechen. Ja. Es wurde aber viel gemacht. Ich habe auch solche Erfahrungen. Und haben die mir vom Rundfunk gesagt, also so können wir das nicht. Ich habe also, das geht aus wie Sonnenberger Schießen, die einigen sich nicht und das Stück ist zu Ende. Ja. Und das Problem des offenen Schlusses ist eins für mich, für meine Schriftstellerei gerade so ein existenziell wichtiges Thema geworden.
das Problem landet beim Zuhörer oder beim Leser. Unabgeschlossen. Ne? Also ein offener Schluss. Dann habe ich das so eingesandt an den NDR. Und dann bekam ich die Antwort, ja, das ist sehr gut, aber das muss geändert werden, das können wir so nicht senden. Sonst können wir das noch nicht senden. Dann habe ich, obwohl ich das Geld dringend brauchte, gesagt, das wird nur so gesendet oder nicht. Und dann haben sie sich bereit erklärt, es zu senden und hat sie einen Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen. Ja. Das war sozusagen eine sehr starke emotionale Bestätigung für mich. Ja. Dann, als nächstes habe ich dann den Schritt gemacht, einen Roman zu schreiben. Und das waren neue Eindrücke, der Nouveau Roman und der französische Nouveau Roman, aber auch meine Lektüre, Faulkner und der innere Monolog und Charles und was ich alles gelesen hatte inzwischen. Hatte dauernd gelesen. Und dann habe ich mit einem langen Prosastück begonnen, ich wusste noch gar nicht, was für ein Roman daraus werden würde, wo ein Mann im Halbschlaf wach wird und eine Art merkwürdige, fremde Körperfantasie hat oder so. Und dann habe ich darin auch schon ein Muster für mein Schreiben gefunden. Das ist ja jetzt eine interessante Geschichte auch für diese Tagung. Also mit dem Hintergrund, ob man die Gegenwart stark macht und das Entwerfen des Lebens oder ob man sich immer nach historischen Rahmen orientiert. Das ist, die Tagung hat ja, dass wir sehr viel historisches Wissen anhäufen, teilweise mit dem Unterton, dass es teilweise eben auch unsere Möglichkeiten des Selbstentwerfens ein bisschen verdeckt oder dass wir da. Bei Ihnen war das ja so, das war eben Gegenwart. Das war eben nicht historisches Wissen. Ich bin von ziemlich leibnahen Erfahrungen ausgegangen, ja. Kann man sagen. Und außerdem in dem Gefühl, ich orientiere mich an nichts anderem als an mir. Nichts anderes als Sie? Ich habe zwar viel gelesen, aber ich habe nichts danach Nachsahmendes gemacht. Also. Ja. Also eine ganz direkte Übersetzung von Ihren eigenen Erfahrungen versuchen Sie, eine literarische Form für zu finden, experimentell? Ich versuche etwas zu entdecken, zu finden, wo ich merke, da ist Dynamik drin. Ja. Das bringt mich auf Touren. Ja. Das ist das Entscheidende. Zu merken, das lässt sich entfalten. Die Fantasie läuft voraus. Manchmal weiß man schon, wohin das führen könnte, aber nicht den Weg dahin. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist es, dass der Stoff sich auch dagegen wehrt, dass man also sozusagen Schwierigkeiten lösen muss, Widersprüche und so, und nicht glätten muss. Und, naja, also jedenfalls das Entscheidende ist, dass genügend sprengendes Material da drin ist, das auch der Leser zu spüren bekommt. Und wie haben Sie jetzt, wenn man jetzt versucht, so ein bisschen so zur ersten Lebenshälfte vielleicht einen Bogen zu schlagen, wie haben Sie da Ihr Leben empfunden? War das wirklich immer wieder ein Neuanfang? Kontinuität, haben Sie schon gesagt, kam durch die Familie rein, aber sonst nicht? Oder setzte sich da langsam zusammen? Ein ganz großer Schritt war für mich, den Beruf als Lektor aufzugeben. Ja. Und ich habe mehrere Sachen, die mir angeboten worden sind, ich konnte an die Universität gehen. Mir sind zwei Professuren angeboten worden, weil ich viele Essays geschrieben hatte und Editionen gemacht hatte. Und ich konnte auch in ein Ministerium gehen, das habe ich alles abgelehnt. Da musste ich natürlich mir, also es ist dann auch, da musste ich die Zustimmung meiner Frau haben, machen wir das. Verzichten wir auf all diese Lebensmöglichkeiten und riskieren es einfach, diesen seltsamen Weg zu gehen, als Schriftsteller Geld zu verdienen. Ja. Und das haben wir gemacht. Woher haben Sie das Selbstbewusstsein gehabt? Es war nicht das Selbstbewusstsein, es war einfach der Wunsch. Es war auch Selbstbewusstsein, es war eben das Gefühl, ich will das unbedingt machen. Ich will das unbedingt machen. Und ich habe schon beim Lektorat immer gedacht, wenn ich ein Manuskript gesehen habe, könnte ich das nicht auf meine Weise ganz anders machen. So. Haben Sie das bei Herrn Böll gedacht? Nee, das ist zu verschieden. Ja. Das ist zu verschieden. Mm, ja. Also bei Böll war es so, das war ein Autor, der sein Konzept und seine moralischen Entscheidungen und das alles getroffen hatte. Und der
da konnte ich nicht sagen, also das sehe ich nicht so wie Sie, dann hätte ich da eingegriffen, den musste ich einfach so lassen, wie er war, und ihn rein immanent beurteilen. Also ich konnte sagen, aber hier haben Sie so viele Wortwiederholungen oder sowas, und da fehlt irgendwas, und da müssen wir mal drüber nachdenken, und dramaturgisch oder so, aber nicht an die Substanz, die habe ich intakt gelassen. Ne? Mir ist was aufgefallen, als ich mich ein bisschen eingelesen habe jetzt wieder für diese Veranstaltung, nämlich, dass Sie alles, was Sie über das Leben sagen, eigentlich genauso gut über das Schreiben sagen können. Ja. Das ist Ihnen auch mal selbst aufgefallen in einem kleinen Aufsatz. Da erzählen Sie, was das Leben für Sie ist, nämlich, ich zitiere gleich, und da sagen Sie dann, dass es eigentlich alles auch fürs Schreiben gilt. Ich würde die Stelle gerne mal vorlesen. Ja. Leben als Gang ins Ungebahnte. Leben zu lernen war eine Arbeit, die immer weiterging. Man konnte es nicht ein für alle Mal, sondern immer nur phasenweise in vorübergehend eingespielten Gewohnheiten und Balancen. Wenn man glaubte, eine Form für sein Leben gefunden zu haben, zeigten sich neue Herausforderungen, neue Zwänge, neue Möglichkeiten. Und manchmal war vieles, was man unterwegs vergessen hatte, plötzlich wieder da, wie die Erinnerung an einen Traum. Das zitieren Sie aus einem anderen Buch und sagen dann, ach, das gilt ja eigentlich genauso, wenn ich dir Leben durchschreibe und Schreiben hin tue. Leben und Schreiben ist bei Ihnen sehr, sehr gleichgesetzt. Also erstens habe ich fast immer Anregungen aus Lebensbeobachtung, Lebenserfahrung genommen. Ja. Ich habe es geschrieben, Menschen, die ich gesehen habe, komplizierte Dinge. Es muss so sein, dass man irgendetwas gesehen hat, was die Sache problematisch macht. Ich habe zum Beispiel mal eine Frau, die ihren Mann verlassen hatte und dann eine Liebschaft hatte mit einem anderen verheirateten Mann, der sie wieder abgeschoben hat und von der ich dann gehört habe, die hat sich umgebracht. Ja. Das hat mich aber nicht so besonders interessiert. Erst als ich hörte, wie sie sich umgebracht hat, sie hatte sich nämlich in einem Hochhaus auf dem Balkon auf die Brüstung gesetzt und rückwärts fallen lassen. Und da wurde sie für mich eine literarische Figur, weil das eine Geste totalen Vertrauens ist. Da haben Sie den Liebeswunsch draus gemacht. Ja, da habe ich den Liebeswunsch draus gemacht. Etwas, das sozusagen wie ein Zeichen ist, aber das ich durchaus nie verstanden hatte. Und dann habe ich mich da in die Situation immer mehr vertieft. Es wurde dann diese Geschichte der über Kreuzbeziehungen zwischen zwei Paaren, wo der Versuch aus einem Betrug, aus einem sexuellen Betrug, wieder eine Freundschaftsbeziehung abzuleiten, dazu führt, dass die ganze Sache in die Luft gesprengt wird. Ja, also der Lösungsversuch ist destruktiv. So. Als ich das wusste, da war ich dann schon tief in meinem Problem drin. Dann habe ich später erst entdeckt, dass das etwas mit dem Thema von Goethe, mit den Wahlverwandtschaften zu tun hat, wo auch so eine Überschneidung ist, zwei Paare und die Beziehung wechselt da. Irgendwo findet man eine komplexe Situation, die man näher kennenlernen möchte, und das näher kennenlernen kann im Leben sein, wenn man sich direkt für sich selbst damit auseinandersetzen muss. Es kann aber auch im Text sein, wenn es ein lebensnah konzipierter Text ist und aus dem Leben genommener Text auch ist. Sie haben, sehe ich das richtig, dass Sie eigentlich nachdenken über Lebenssituationen, nachdenken über Schreibsituationen, dass es da eigentlich keine strukturellen Unterschiede gibt? Nee. Nein. Ich möchte das... dass meine Romane Lebensstrukturen zeigen. Ja. Ja. Absolut. Bis ins Detail etwas Lebendiges zeigen. Ja. Und dass nur aus, sagen wir mal, scharf gesehenen Situationen herauskommen kann. Da müssen Sie mir jetzt eins erklären. Fast alle Ihre Figuren scheitern. Lebenssituationen. Ihr Blick auf Menschen. Oder Ihr Blick auf Ihre Figuren. Ihnen wurde immer vorgeworfen, dass Sie sehr böse mit Ihren Figuren umgehen. Nein, ich schütze Sie davor, zu braven Klischees zu werden. Zu was? Ich schütze die Figuren davor, zu braven Musterklischees zu werden. Okay. Ja. Ja, das ist eigentlich die Vorstellung.
Ich vermeide es sozusagen, ich fühle mich auch nicht dafür berechtigt, Lösungen so darzustellen, dass die Leute sagen, ach so muss man leben. Ich habe ja auch, so schwierig das ist, ich habe ja mal Besuch von einem Studenten bekommen, der sagt, er wollte ein Interview mit mir machen. Und habe ich ihm einen Termin gegeben. Und dann merkte ich, der hat ja fast alles von mir gelesen. Und die Fragen, die er mir stellte, waren deshalb ziemlich schematisch. Und zum Schluss, als er ging, sagte er zu mir, wie kann man denn leben, wenn man wie Sie an nichts glaubt? Das hat der Theologe Sie auch gefragt in dieser Geschichte, praktisch, die ich zitiert habe. Das werden Sie häufig gefragt. Ich bin mich ein bisschen darüber gewundert, an nichts glaubt ist. Also man hat immer irgendwelche Annahmen oder so weiter, aber an nichts glaubt, gut, das habe ich übernommen. Und habe gesagt, zum Leben braucht man keine Begründung. Das Leben ist der Grund für Begründungen. Man lebt, weil man leben will. Und das schafft sozusagen den Zugang zu lebendigen Begründungen. Ja. Aber natürlich kann das schiefgehen. Ja. Also eine Möglichkeit, wir sagen, etwas ist möglich, wenn wir damit auch gleichzeitig sagen, da fehlt noch was. Da fehlt noch was Unbestimmtes, was Sie gar nicht sagen, das könnte möglich sein, aber es fehlt was. Was das ist, wird man kennenlernen, das kann vielleicht entscheidend sein. Also dieser junge Mann, der war allerdings schwer angeschlagen, was ich später erfahren habe, weil sein Bruder mir sein Tagebuch gegeben hat, in dem ich dauernd zitiert wurde. Und der war sehr intelligent, aber hatte nie irgendwas zustande gebracht. Er hatte kein Examen gemacht, er hatte nie mit einer Frau geschlafen, hatte nie Geld verdient, er war von seinen Eltern abhängig. Die waren sehr religiös und er glaubte nichts und so weiter. Es war alles nicht gelungen. Und dann eines Tages, also aus dem Gefühl heraus, so eine Existenz will ich nicht führen, aus einer fast narzisshaften Entscheidung, so will ich nicht leben, ist er in den Wald gefahren, als Schneefall war und hat sich einschneiden lassen. Weil er dachte, es ist ein sanfter Tod, der mich davonträgt. War wahrscheinlich eine Illusion, aber... Wer ist denn gestorben? Er ist gestorben, ja. Ja, und das habe ich oft zitiert. Ich meine, das Leben ist ein Risiko. Wenn man das Leben so sieht, es muss glücken oder es kann schief gehen. Es kann wirklich schief gehen. Es ist die Würde des Lebens, dass es schief gehen kann und dass man nicht nur in total abgesicherten, angstvoll gesicherten Dimensionen lebt. Ja. Ich habe da noch ein Zitat, das letzte oder vorletzte, wo Sie das... wollte ich Sie fragen, ob Sie das, wie Sie auf solche Sätze, wie Sie diese Sätze in dieser Kühle schreiben können. Ich lese es mal vor. Das ist praktisch das, was Sie eben gesagt haben. Das ist in Ihren Poetikvorlesungen Schimmernder Schlangenhaut. Da sagen Sie, es geht um das Leben. Es ist ein Spiel auf Leben und Tod mit von Geburt an ungleichen Chancen, hochgradig illusionsanfällig und von selbstzerstörerischen Tendenzen bedroht. In dem Glück und Unglück, Gelingen und Scheitern dicht nebeneinander stehen, sich aber manchmal zu widersprüchlichen oder komplizierten und labilen Verbindungen wie dem Glück im Unglück oder dem Scheitern im Gelingen vermischen. Ein Spiel, faszinierend durch seine Gefährlichkeit, das vom Zufall und den Preis auf Schreien der Ungerechtigkeit vor seiner Erstarrung in Öde und Berechenbarkeit bewahrt wird. Es ist so ein Satz, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, wow, also das Wow bezieht sich auf diese Kühle, mit der Sie das hinstellen. Das ist vollkommen unsentimental. Ich habe mich nur bemüht, es klar auszudrücken. Ja. Also ich habe nicht versucht, kühl zu schreiben, sondern klar zu schreiben. Ja, aber das ist natürlich so, dass ich da nichts vernebelt habe. Ich habe versucht, die Konturen deutlich zu machen. Also zu einem Begriff zu kommen wie das Scheitern im Gelingen. Ja. Da muss man den Gedankenweg gehen, um zu sagen, das gibt es, das Scheitern im Gelingen. Das ist wahrscheinlich eine sehr verbreitete Form. Ja. Was meinen Sie genau damit? Also, dass jemand ein nach außen hin gutes Leben führt, aber in Wirklichkeit... In Wirklichkeit versäumt er sozusagen, das Leben kennengelernt zu haben. Weil er sich immer davon abgegrenzt hat. Sich selber kennengelernt zu haben. Ja. Und eine Möglichkeit für Sie, das Leben kennenzulernen, ist immer das Schreiben.
Nein. Das Schreiben ist sozusagen eine Analogie zum Leben. Ja. Es ist eine Analogie. Aber natürlich, es ist ein wahnsinniges Risiko. Wenn man davon lebt, ist es das Leben. Ja. Es ist ein wahnsinniges Risiko, da müssen Sie durch. Und da gibt es den. Das Allerschrecklichste ist der Markt mit seinen Zufallsmoden und so weiter. Das muss man an sich abprallen lassen. Und trotzdem muss man natürlich versuchen, sozusagen eine Basis, eine materielle Basis für sein Leben dadurch doch zu erringen, indem man das macht, was man machen will. Ja, schwierig. Es ist so ein bisschen, wir reden so über, das sind eigentlich ja ganz einfache Dinge, die eigentlich jeder weiß, aber in Wirklichkeit ist das hochkompliziert darüber. Das einfache Leben ist einfach, wenn es das wahre Leben ist, auch immer ein riskantes Leben. Ja. 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 Das einfache Leben als Modell kann auch kitsch sein. Sehen Sie da möglicherweise Entwicklungen, also jetzt von Ihrer Jugendzeit bis zu heute? Sie haben ja doch das Leben wirklich existenziell erfahren, also als existenzielle Möglichkeit, mit dem Tod bedroht zu sein, im Krieg, Sie waren verwundet. Und mit dem Scheitern bedroht zu sein im Beruf und Geld verdienen müssen und um diesen Wahnsinnsberuf Schriftsteller zu ergreifen und so, ja. Da gibt es ja heute diesen Begriff des Prekariats, des intellektuellen Prekariats, also dass man prekär lebt, eben nicht mehr angestellt macht, sondern sich hinter seine Computer setzt hier in Berlin und dann halt freiberuflich lebt. Das ist ein bisschen was anderes. Da läuft mehr, es läuft cooler. Da ist so ein Moment von sich ausprobieren drin, aber zur Not dann irgendwie doch was anderes machen. Wenn ich das da schreibe, dann glaube ich, dass ich da nicht nur mich über mich selbst äußere. Ich bin zwar von meinen Erfahrungen dabei ausgegangen, aber ich glaube, dass ich was Fundamentales gesagt habe über das, was Leben ist. Ja. Also ich denke schon, dass das weit über meine private Erfahrung, die ein Modell ist, aber nicht die Antwort schlechthin, keineswegs. Ja. Schon sehr abwegig. Ja. Ja. Von diesem Moment noch, Sie haben auch manchmal von dem vulkanischen Gehalt Ihrer Bücher gesprochen, dieses Brodeln, was hier genau in diesem Satz beschrieben ist. Gelingen, Scheitern, Scheitern im Gelingen und so weiter und so fort. Es gibt so ein unterirdisches Brodeln. Ich habe manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, das mit meinem Blick auf die alte Bundesrepublik zusammenzudenken. Weil wir hatten da eben gerade ganz kurz drüber geredet, weil das war irgendwie auch immer Bausparvertrag. Ja. Also da war nicht so Brodeln. Das war Sicherheit, eine Sehnsucht nach Normalität, unglaubliche Sehnsucht irgendwie als Gesellschaft jetzt normal zu sein. Ich kriege dieses das nicht zusammen, also manchmal. Ja, also das ist dann eine Gegenäußerung, die ich gemacht habe. Ins Mikro. Das ist dann eine Gegenäußerung, die ich gemacht habe, mit einer gewissen Berechtigung, weil ich ja sozusagen eine sehr risikoreiche Konzeption für mein Leben gewählt habe. Ja, Sie haben anders gelebt als die meisten in der Bundesrepublik. Ja. Ja. Also meine Familie hat das auch mitgemacht, aber es ist geglückt, seltsamerweise, ja. Ja. Also, aber das, wenn ich davon gesprochen habe, fühlte ich mich berechtigt davon, darüber zu sprechen, weil ich es kannte. Ja. Ja. Vielleicht noch eine letzte Frage, bevor ich hatte einen Wunsch, und zwar, dass Herr Wellershoff ein Gedicht am Schluss vorliest. Er hat wirklich Lust dazu, was mich sehr freut. Das ist, finde ich sehr schön. Aber vielleicht noch eine Frage. Wie beurteilen Sie Möglichkeiten, Erfahrungen, die Sie gemacht haben, weiterzugeben? Sie machen das natürlich jetzt schon, das ist nicht so platt. Also Sie machen das jetzt nicht, Sie machen natürlich in Romanen, geben Sie Erfahrungen weiter. Aber gleichzeitig drücken Sie auch immer aus, dass jeder Mensch seine eigenen Erfahrungen machen muss. Ist das nicht, wie läuft ja, das? Ja, es gibt der Erfahrungsaustausch bedeutet nicht, dass man fertige Münzen austauscht. Ja. Sondern es ist das Hören einer Musik vielleicht, ne? Ja. Aber das, ohne dass man die Noten dazu gibt, also man hat vielleicht einen Klang im Ohr. Es ist auf keinen Fall ein Rezept. Also tu das und tu das, das ist richtig. Solche Antworten könnte ich auch gar nicht geben. Ja. Letzten Endes muss man diese Antworten ja so auch einfach riskieren. Wenn man sagt, da fehlt noch was,
Da kann man aber nicht definieren, was da fehlt, damit es etwas wird und so. Hm. Ja. Vielen Dank. Haben Sie vielleicht Lust, dieses Gedicht zu lesen? Hat nicht ganz unmittelbar, aber man kann es... Ja, ich glaube, es schwingt da was mit. Es hat was mit dem, mit der Einzelheit und dem Ganzen zu tun. Kleine Borkumer Notizen. Das Geräusch der Brandung. Unvorstellbar viele Stimmen reden darin, doch keine kommt zu Wort. Jeder erzählt ihre eigene Geschichte. Alle zusammen sind sie das Rauschen des immergleichen Traums. Strand, große Tafel für die Schriftzeichen des Windes, des Wassers und der Möwenfüße. Auslagentisch für die Geschenke der Flut. Bald kommen die Menschen mit Plastiktüten und Orangenschalen und ihrem schrillen Geschrei. Und nun die Wolken, schon wieder anders, trotzdem bekannt. Der Zufall macht mich, das Gesetz beruhigt mich. Das Veränderliche bleibt sich gleich, doch nichts kann ich behalten. Muschelschalen, die kleinen Kunstwerke der See, knirschen unter meinen Schritten. Auch meine Spur ist schon ausgelöscht. Die Sonne geht unter, löscht ihre Glut im Meer. Der Mond geht auf, kühlt das Wasser mit seinem Licht. Es ist Nacht, die Wellen rauschen durch meinen Traum und werfen mich an Land. Es ist Tag, ich gehe zum Wasser, mein Traum will mich hineinstürzen. Der Schatten des Flügels der Möwe hat mich gestreift. Ja, ich war hier, ich lebte, es war ein Augenblick. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Ja.